Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. In der letzten Folge hatten wir mal, ich muss das nebenbei den Timer einstellen, mal über Geld gesprochen. Und ich muss sagen, bei vielen Menschen hört ja die Freundschaft bei Geld auf. Muss ich aber sagen, ich denke nicht, dass ich irgendwie da Probleme hätte mit Geld. Ich sag da eher, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, mir schuldet irgendjemand, was weiß ich, einen Betrag von 500 Euro. Ganz einfach gesagt. Glaube ich nicht, dass ich irgendwie ein Problem damit hätte, wenn das sagt, du, ich hab's momentan leider nicht. Das tut mir leid, ich gebe es dir vielleicht irgendwann mal wieder, aber zurzeit habe ich es nicht. Da würde ich eher sagen, ja, okay. Ich meine, solange du keine weiteren Probleme hast und nicht noch mehr Geld brauchst, ist das nicht schlimm. Und auch wenn du mehr Geld bräuchte, würde ich sagen, ich leite gern noch was, wenn ich dir da irgendwie helfen könnte. Wenn ich selber jetzt genug Geld dann noch habe, um halt über die Runden zu kommen, sag ich mal, dann stört es mich nicht. Muss ich ehrlich so sagen. Wenn mir jemand was schuldet, dann schuldet das mir halt. Ich werde jetzt nicht so pingelig und sage, ja, jetzt aber hier langsam, ja, bisschen wild hier langsam. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin auch so einer leider der anderen. Also was heißt leider? Eigentlich ist es ja schön. Ich bin eigentlich froh, dass ich so bin, muss ich sagen. Ich lobe mich überhaupt nicht ganz selber. Also wirklich nie. Ich mache das nie. Aber diese Eigenschaft von mir kommt nicht von mir. Die habe ich zum Glück von meinen Eltern gelernt bekommen. Nämlich, dass Freundlichkeit im Leben eigentlich das Wichtigste ist. Wenn jeder Mensch einfach ein bisschen freundlicher wäre. Ein bisschen nur. Dann wäre die Welt gleich um einiges besser, glaubt mir. Aber naja, wir sind eben Menschen. Ne? Man denkt als erstes eben an sich selbst. Also ich bin wirklich froh, dass ich das so beigebracht bekommen habe. Boah, ich bin auch wirklich froh, dass es auch noch andere freundliche Menschen gibt. Also wirklich, das ist... Ich finde, das ist sehr wichtig. Weil ohne Freundlichkeit sieht die Welt noch grauer aus. Als sie so schon ist. Ich glaube, wir schaffen das nicht so richtig mit der Aufgabe, ne? Lasst uns lieber einfach nach Hause gehen. Ne? Hä? Geht's runter? Habe ich das übersehen? Wir gehen gleich nach Hause. Ich möchte bloß noch kurz noch was erledigen. Ja, aber ich glaube, was ich jedenfalls sagen würde, ich glaube, ich würde sogar mein Geld hergeben, wenn jemand, also mein ganzes Geld oder was weiß ich, auch wenn ich selber dann in Schwierigkeit kommen würde, würde ich glaube ich trotzdem das Geld geben. Ach, ich gebe mich da leider. Also, es ist eigentlich schön, dass man das macht, aber man muss leider an sich selbst denken, sonst ist man in dieser Welt dann irgendwo verloren. So ist das leider. Wirklich. Naja. Möchten wir eigentlich nicht mal drüber reden. Weil das die Menschheit leider nicht unbedingt. Das liebste Tier auf der Welt ist, das wissen wir wohl alle. Da müssen wir es dann nicht noch raushängen lassen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich davon sagen wollte. Auf jeden Fall finde ich Geld. Ah, Mist, wir brauchen noch ein paar. Jedenfalls ist Geld natürlich wichtig für den Einzelnen, aber für die Gemeinschaft eigentlich der Tod, weil die da an sich denkt. So, wir richten mal den Ausgang in die nächste Mine. Ansonsten wird es echt ein bisschen knapp werden. Oh, perfekt, zwei Slimes. Ja, wollte ich ja nicht. Das ist jetzt echt doof. Wir müssen eigentlich nach Hause, weil es ist schon voll spät. Müssen wir wirklich schnell nach Hause. Ach, jetzt auch noch. Ah, oh, ich will jetzt auch noch runter. Oh Mann, jetzt habe ich den Drang dazu, hier durchzukommen, ne? Weil da hätten wir die 10. Etage erreicht und müssen dann nicht nochmal irgendwo hinrennen.
Aber leider ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir sofort den Ausgang finden würden. Ja. Okay. Das Glück war anscheinend doch mal auf unserer Seite. Vielen Dank, Glück. Jetzt müssen wir aber schleunigst nach Hause, denn wir haben sonst ein ganz schönes Problem, weil wir sonst ausgeraubt werden. Und ich weiß nicht, haben wir das schon erlebt in den Let's Play? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht irgendwas gespoilert. Wir müssen uns beeilen. It's getting late. Das klingt wie eine Drohung. It's getting late. Mach dich lieber schnell nach Hause, ansonsten wird vielleicht ein kleines Unglück passieren. Also so in etwa klang das jetzt. Bisschen überdramatisch schon wieder. Die Hühnchen schläfen schön. Der Hühnchen schläfen schön. Die Hühnchen schlafen schon, wollte ich sagen. Ja, wir schaffen das hier locker. Ja. Alles gar kein Problem hier. Wollt jemand einen Topas haben? Ich glaube nicht, ne? Weg, weg. Weg. Gehen wir lieber mal schnell schlafen. Man weiß sonst, was sonst passieren wird. So, einfach schlafen und fertig. Hoffentlich regnet es. Hoffentlich regnet es. Ja, es regnet, Gott sei Dank. Das erspart uns einiges an Arbeit. So, Living of the Land, nö. Schöne Serie, aber brauchen wir jetzt nicht. Oh, guckt einer an. Das Maple Syrup ist fertig. Oh, es gewittert sogar. Das finde ich toll. Ich muss sagen, Gewitter sind wunderschön. Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres als ein Gewitter. Oder? Ja, finde ich. Das ist das schönste Wetter. Ich weiß nicht, wie da manche Leute sagen können, Gewitter, das findest du schön. Ja. Das irgendwie finde ich schön. Das ist so entspannt, wisst ihr? So ruhig, entspannt. Ich setze mich da gerne einfach raus in den Garten. Natürlich nicht einfach so ins Freie. Klar weiß ich, dass sogar da ein Risiko besteht, wenn man sich einfach nur unter den... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein für diese Unterdachung, sag ich mal. Ich weiß, wie man das bei uns nennt, aber ich weiß nicht unbedingt, ob man dieses Wort auch in anderen Bundesländern kennt. Ist jetzt auch egal. Jedenfalls, ich setze mich da gern mal raus in dem Sommer. Genieße das Gewitter, schau zu, wie es blitzt, donnert und regnet. Ach, das, ich finde das so entspannt und schön. Am liebsten mache ich das wirklich mit meiner Freundin. Wir hatten das auch ein paar Mal gemacht. Das ist eigentlich echt schön, also, weiß nicht. Verstehe nicht, wie da manche Leute sagen, das wäre nicht schön. Verstehe ich. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Es könnte auch sein, dass ich den Timer aus der letzten Folge irgendwie nicht gestellt habe, oder? Ich hoffe mal, ich hab's. Weil irgendwie kann ich den gerade nicht aufrufen, weil ich nebenbei ein paar Apps am Laufen habe, die ein bisschen was für mich erledigen. Die rendern nämlich was. So. Ja. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, wir müssen noch warten. Wir können ja schon mal zum Spiel laufen, stimmt. Wäre eigentlich keine so schlechte Idee. Gehen wir doch gleich mal hier mit. This weapon makes me thirsty. Naja, wenn es ihn thirsty macht, dann macht es ihn eben thirsty. So. Join us, 5 stand bei Georgia Markt. Wir joinen nicht den Georgia Markt. Das wäre fatal. Glaube ich. So. Hallo. Na? I would like to upgrade my tool. Eieieiei, das ist aber auch so viel Geld. Das ist nicht schön, ist das, ne? Das ist echt nicht toll, was ihr da abzieht. Da holt's auch kein Slate wieder raus. Oho.
Aber wir brauchen eine bessere Gießkanne. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Thanks, I get started. Ja. Mach einfach. Ich gehe weg und weine. Weil wir so wenig Geld haben. Ich finde das schon tragisch. Wir rennen immer ein bisschen auf Energiesparflamme, oder? Kann das sein? Wir haben überhaupt keine Geldprobleme zurzeit oder so. Nein. Gar keine. Es ist alles so geplant, es ist gar kein Thema. Hallo. Ich kann nichts verkaufen. Okay. Mach's gut. Ja, läuft alles ziemlich scheiße. Ich habe vergessen, dass wir sogar diesen Rusty Spoon haben. Ich wollte eigentlich eine neue Angel kaufen, aber ich habe sogar vergessen, dass wir nicht mehr das Geld dazu haben. Vielen Dank, Spiel. Und vielen Dank, Gewitter, was da so freundlich zurzeit auf uns herabregnet. Hallo, ich möchte etwas donaten. Diesen Löffel. Die Folge ist vorbei, der Timer war doch an. Yay, Cauliflower Seeds. Plant diesen Spring. Na, schön, danke auch. Dem Spring. Wir können nichts planten. Wir haben Sommer. Da geht das nicht. Okay. Ich würde sagen, dann war es das mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und haut rein.